Ja, herzlich willkommen einmal mehr zurück hier im wunderschönen Kellerstudio, im noch wunderschöneren Erlacherhof, hier live am Berner Digitaltag. Und wir haben das nächste Thema auf dem Programm. Ich sage es nochmal, über 100 Referenten, Referentinnen sind heute da, beziehungsweise da gewesen, zu über 60 Programmpunkten. Einen, nein, mehrere, aber einen so hier behandelt natürlich den Kanton Bern, und zwar die visionäre Digitalpolitik im Kanton Bern. Ist die vorhanden und wo stehen wir da? Ich habe da hochkarätige Gäste bei mir, und zwar einerseits Hervé Gullotti, der Grossratspräsident vom Kanton Bern, und zum anderen Roberto Capone, Leiter Geschäftsstelle Digitale Verwaltung vom Kanton Bern. Herzlich willkommen, guten Abend hier im Studio. Guten Abend. Ja, Herr Gullotti, Sie sind Grossratspräsident vom Kanton Bern. Insofern haben Sie auch ein Interesse, dass der Kanton möglichst digital unterwegs ist. Wie stehen Sie dazu? Ist da der Kanton Bern grundsätzlich auf gutem Wege? Ist da noch viel zu tun? Wie sieht der Stand der Dinge aus? Oui, je crois vraiment que le canton de Berne a pris ses responsabilités. Il a mis en place une stratégie digitale depuis quelques années. Le programme de législature du gouvernement comprend aussi toute une partie qui concerne la digitalisation. Et prochainement, au Grand Conseil, nous allons traiter d'une loi cadre qui va donner la possibilité à l'administration, mais aussi à la collaboration entre le canton et les communes, de pouvoir travailler de manière digitale. Donc je pense que le canton de Berne est vraiment à la pointe et je ne me fais pas de soucis pour l'avenir numérique de ce canton. Ja, Roberto Capone, Herr Gullotti hat es eben erwähnt, dass eine Herausforderung ist sicher das Zusammengehen verschiedener Stellen oder verschiedener Behörden auf kantonaler wie kommunaler oder Gemeindeebene. Wie sieht denn das jetzt aus? Wo haben wir Schwerpunkte im Kanton Bern? Wie sind wir digital unterwegs? Also eben einerseits, der Herr Gullotti hat es erwähnt, haben wir das Gesetz, das wir vorwärts treiben sind, das wir hoffentlich in einem Jahr werden können sagen, es ist eingeführt. Und das ist so wie die Basis für die Legitimation, für unser Digitalisieren, also für das Boosten von dem Ganzen. Dass wir können sagen, jetzt dürfen wir wirklich digital first, wir dürfen das once only, wir brauchen jetzt ein paar Passwords. Und das ist mal das eine. Und das andere ist, es sind viele Sachen, wir digitalisieren ja schon lange, wir fangen nicht jetzt erst an. Und an vielen Stellen sind wir schon weit. Ich erwähne ein berühmtes Beispiel, auch die im Kanton Bern wohnen, TaxMe. Jeder kommt ein bisschen Berührung mit dem oder viel, und das wird auch sehr viel genutzt. Warum? Weil es einfach praktisch ist und es ist auch immer wieder ausgebaut worden. Wir können jetzt papierlos unsere Steuern ausfüllen. Also jetzt sind wir sehr weit, aber wir haben verschiedene Themen, die wir noch müssen vorwärts machen müssen, wo wir zum Beispiel auch mit der Gemeinde und der Stadt Themen wie Portal, Themen wie Zugang zu den Daten, die EID-Thematik, die jetzt halt national ein bisschen weiter rausgeschoben worden ist, wo wir halt müssen schauen, dass wir eigene Lösungen finden und ausbauen. Warum braucht es denn so eine Gesetzesanpassung, um digital in die Zukunft zu gehen? Hat das primär mit Datenschutzsachen zu tun oder warum braucht es das? Oui, effectivement, ça a un lien avec la protection des données, mais c'est tous les processus aussi administratifs qui changent, forcément qui doivent s'adapter aussi à la digitalisation, et finalement c'est aussi quelque part de donner la possibilité à l'administration de travailler en digital, parce que l'idée aussi c'est qu'ensuite il y ait une collaboration qui se fasse aussi avec les communes, donc forcément il faut qu'on ait des bases légales pour pouvoir, je prends un exemple, les archives, si on aimerait que les communes archivent leurs archives justement de manière digitale, il faut pouvoir donner la base légale. Et cette loi, elle permet justement, dans tous les domaines, elle est relativement large, elle permet cette collaboration. Jetzt hat es Herr Capone vorhin erwähnt, die Abstimmung über die elektronische ID, die E-ID, wurde im März, so glaube ich, beim Volk abgelehnt. Wir haben auch andere Themen wie das elektronische Patientendossier, was sich gestern bei uns Birana Schneck dazu geäußert hat. Also Sachen, wo eigentlich dringend nötig sind, aber wo man dann schon merkt, da ist der Bürger, die Bürgerin hat da noch viele Fragen, ist skeptisch. Die muss man abholen. Wie schafft man das? Ah, c'est compliqué. Il y a besoin d'avoir confiance en l'État, parce que finalement, l'État est garant aussi de cette protection des données. Si les citoyens ne sont pas confiants, c'est clair que ça prendra du temps pour que cette digitalisation se mette en place. Mais je pense que de toute façon, c'est un processus qui va durer, hein, qui s'installe gentiment dans la vie du quotidien. Donc je pense que les gens vont aussi de plus en plus, enfin seront aussi quelque part mis devant des faits accomplis. Aujourd'hui,
on ne peut plus rien faire sans informatique, sans tablette, sans rien du tout. Donc il y a toute une évolution des mentalités qui doit se faire, mais qui est en route. Schlussendlich muss man ja sagen, es ist ja auch nötig, diese Schritte zu machen, sonst ist ein digitaler Weg nicht möglich. Also diese Zustimmung der Bevölkerung und dieses Vertrauen auch, das es braucht, dann in die Behörde oder in die Verwaltung, die es umsetzen, das muss ja zwingend gegeben sein. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Abstimmung, aus der müssen wir lernen und Schlüsse ziehen. Ich glaube, es ist wirklich eine Vertrauenssache und ich habe ganz stark die Überzeugung, dass die digitale Verwaltung eigentlich nur bestehen und existieren kann, wenn das Vertrauen da ist von den Leuten, dann werden sie es nutzen. Also das heisst, wir müssen das Vertrauen schaffen, so Tage wie heute zum Beispiel, Sensibilisierung in ganz vielen Themen helfen dazu. Sachen wie eben die E-ID oder eben eine ID für Bürger, die eben vielleicht näher halt jetzt am Bund oder eben bei uns ist. Wir werden nie ohne, müssen wir auch ehrlich sein, wir werden nie ohne Lieferanten können arbeiten, weil das sind ja Technologiepartner, das sind die das Wissen haben in der Technologie. Aber vielleicht müssen wir sie näher an uns bringen und das müssen wir daraus lernen, aber wir brauchen es. Also das ist definitiv so. Die Türen brauchen wir, dass wir überhaupt Personen können identifizieren, damit wir können die Dienstleistungen noch medienbruchfrei vor allem anbieten. Wir haben, ja. Il faut aussi bien se dire que l'informatique, c'est pas un modèle qui est 100% sûr. C'est comme dans tous les domaines de l'existence, il y a des failles, il y a des choses qui vont pas. Donc c'est clair qu'on pourra jamais offrir à la population un système informatique qui fonctionne à 100%. On le voit le jour où on enclenche son ordinateur puis qu'il ne démarre pas le matin, on est fâché pendant 2 heures, mais c'est des choses qui arrivent. Donc il faut vraiment se dire qu'on ne va pas pouvoir offrir quelque chose sur un plateau, un tapis rouge informatique à la population, mais il faut avoir confiance que les données qui seront informatisées, qui seront utilisées par l'État, seront sécurisées. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und stellen uns vor, wir oder Sie können dann diesen digitalen Weg umsetzen. Das kostet ja auch eine Stange Geld, das ist nicht billig. Wie priorisiert man dann, was man genau macht? Also welche Dienste will man dem Bürger als erstes zur Verfügung stellen? Es kann ja kein Versuchsfeld sein, um zu schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht, weil man ja auf das Budget schauen muss. Mhm. Bon, c'est un petit peu comme les routes, hein. On dépense aussi des millions pour faire des routes. À un moment donné, il y a des priorisations qui sont faites. On sait plus ou moins pourquoi. Là, je pense qu'il y a les 30 Schwerpunkte-Themen dont parlait M. Capone. Je crois que c'est vraiment des îlots sur lesquels le canton s'est concentré. Il faut démarrer quelque part. Je pense qu'il n'y a pas forcément, un domaine d'activité où on pourra dire là on veut aller très très loin, mais je pense qu'il faut faire des essais un peu partout et au fur et à mesure, la digitalisation s'installera dans le public, dans l'administration, partout. Ouais. Stelle ich mir ja noch schwierig vor, dann so zu entscheiden, was jetzt wie in welchem Fahrplan dann umgesetzt wird und vor allem auch die Sicherheit, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, dass dann diese Systeme auch das bringen, was man sich erhofft. Also ich glaube, verschiedene Sachen. Also das eine ist Transparenz trägt dazu bei, dass das Vertrauen kommt. Also, Systeme sind natürlich nicht 100% sicher, aber ein Kuvert, ein Abstimmungskuvert, das ich in einen Briefkasten hineinlege, weiss ich auch nicht, holt nicht den Pöstler ab oder irgendwie der Gio vom Nachbar salopp ausdrückt. Also dort müssen wir auch Vertrauen haben. Ich glaube, es ist wichtig, aber dass wir transparent sind. Und dann kann man nämlich gemeinsam schauen, dass man das immer wie sicherer macht. Und man muss es auch immer anpassen. Von dem her, das ist das Thema. Und bei der Priorisierung der Themen, denke ich, müssen wir auch nach Nutzen gehen und nach Bedürfnissen. Also wo sind die grössten Bedürfnisse von der Bevölkerung und von der Wirtschaft und was bringt der meiste Nutzen? Und dann können wir helfen. Das hilft uns ganz sicher priorisieren. Man muss ja auch ganz verschiedene Gruppen unter einen Hut bringen. Wir waren vorhin dabei zu diskutieren, die Bürgerinnen und Bürger abholen. Und es ist jetzt nicht einfach eine Gruppe, sondern wir haben, sage ich jetzt mal, Ältere, die eventuell nicht so digital affin sind. Wir haben aber auch in jedem Alter Personen, die sich
per se eine Neuerung verweigern oder die sich ein bisschen skeptisch gegenüber den Behörden sind. Und wir haben auch Gruppen von Migranten, Migrantinnen, wo ich heute auch schon darüber diskutiert habe, wie gut erreicht man die auch gerade in einer Pandemie, wenn es um Informationen geht, wenn es darum geht, dass sie wissen müssen, was jetzt mit ihnen geschieht oder was von ihnen erwartet wird. Das alles, die alle zu erreichen, ist ja eine riesen Herausforderung. Also auf jeden Fall. Ich glaube aber, es sind verschiedene Sachen. Wir dürfen nicht mehr ausschliessen. Also einerseits dürfen wir nicht einfach per se und per Definition sagen, es kann nur digital sein. Es wird immer Leute geben, die an Schalter gehen oder müssen gehen sogar. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wir müssen natürlich die Leute auch befähigen. Also wir müssen nicht nur in Dienstleistung per se Digitalisierung investieren, sondern wie bringen wir dann die verschiedenen Bevölkerungsschichten und Couleur eigentlich als richtigen Ort? Wie können wir sie unterstützen? Wie können wir sie befähigen? Wir haben heute gerade einen Ort verlegt für Bibliotheken, die noch bei der Bevölkerung sind und vielleicht aus den Eltern können arbeiten. Also ich glaube, dort gibt es ganz viele Modelle, die wir jetzt neu werden müssen reinbringen, damit wir wirklich eben die Bevölkerung auch berühren und näher an sich. Das ist ja das Ziel am Schluss. Je pense que ça, c'est une des priorités dans tout le système. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver la manière d'amener tout le monde à des vitesses différentes, mais tout le monde a cet objectif de digitalisation. Et là, je pense que c'est très juste de dire qu'on doit faire attention et on doit aussi mettre les moyens pour les gens qui auraient peut-être plus de difficultés à s'adapter. Weiß man, was der Kanton will oder was die wollen als Kanton Bern? Weiß man auch, was die Gemeinden wollen oder Gemeinde wie hier die Stadt Bern? Ist man da im Austausch? Sind das die gleichen Bedürfnisse oder gehen die Bedürfnisse auseinander? Ich habe jetzt den ganzen Tag diskutiert. Ich fühle einen großen Konsens, aber ich fühle so in diversen Themen auch, dass man noch nicht alles auf einem Tisch hat. Herr Gabon hat vorhin gerade erwähnt, es wird auf jeden Fall immer den Schalter geben. Da habe ich heute auch schon dezidiert andere Meinungen gehört dazu. Also wie konsensfähig ist die gemeinsame Lösung? Alors, il y a déjà des solutions qui sont informatisées, hein, la plateforme GERES. Il y a déjà des échanges entre le canton, la confédération et les communes qui existent. Hein, donc ça, c'est déjà des choses. Si on veut la pratique, elle est déjà là. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura un gros travail pédagogique. Parce qu'il faut absolument que les communes viennent avec. Il faut pas, c'est difficile de les forcer. On sait très bien que quand on force, on n'arrive pas à ce que les gens s'identifient au projet. Donc je pense qu'il y aura un grand travail d'accompagnement dans cette digitalisation. Je parlais des archives tout à l'heure, mais il y a plein d'autres domaines maintenant aussi avec l'état civil qui envoie aussi ces informations directement. Enfin, il y a plein de domaines au niveau communal. Et là, vraiment, je pense que le canton devra vraiment s'appliquer à être très pédagogique dans sa manière de travailler avec les communes. Kommen wir nochmal auf die Abstimmung, die Sie vorhin erwähnt haben, wo man quasi darauf wartet, dass man dann richtig loslegen kann. Was macht man jetzt aber für Vorarbeiten? Oder man ist ja schon seit Jahren dran. Das sind ja diverse Projekte am Laufen, so nehme ich zumindest an, wo man sich ja quasi dann ein Nein bei dieser Abstimmung ja nicht leisten kann. Das wäre ja eine Katastrophe, oder wie sieht das aus? Also es war klar von Anfang an, dass wir ja auch Plan B haben müssen. Es ist ja auch nicht so, dass es keine digitale Identität gibt im Kanton Bern. Zum Beispiel, wir haben für den Kanton Bern das B-Login, wo man sich ja kann identifizieren. Also wir haben Lösungen und die Lösungen werden wir in Abstimmung mit der nationalen Lösung einfach weiterentwickeln. Damit, eben, wir können nicht warten, sondern wir haben eine Vorwärtsstrategie, aber die ist immer in Abstimmung mit der nationalen, damit das Ganze kompatibel ist. Und das ist vielleicht auch ein Stichwort von vorher. Also wir müssen nicht überall die gleiche Meinung haben, auch mit den Gemeinden, auch mit dem Bund. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir in den wichtigen Stellen die gleiche Meinung haben. Also wir müssen Schnittstellen definieren, wir müssen Standards definieren. Und wenn wir die gemeinsam definieren, dann passen die Sachen zusammen. Und dann kann jeder gleich noch für sich seine Lösungen bauen. Und ich glaube, da sind wir sehr gut unterwegs und sehr gut im Dialog. Wunderbar, Herr Gulotti, 15 Minuten sind schon fast vorbei. Der Kanton Bern in 5 Jahren, was wäre Ihr Wunsch, wo wir da in der Digitalisierung stehen? Oh, je pense qu'il faut. C'est difficile de se projeter parce que, encore une fois, la vitesse est tout à fait relative en fonction des finances à disposition. Mais c'est vrai que moi, je suis très content qu'on soit pionnier, qu'on soit innovateur, et je me réjouis qu'on puisse continuer grâce à des employés comme Monsieur Caponnet qui mettent toute leur énergie dans ce processus, qu'on continue dans cette direction-là.
Wunderbar, ich danke für diese Runde. War ein spannendes Thema, wird ein spannendes Thema bleiben. Besten Dank, schönen Abend. Ja, meine Damen und Herren, das wäre es gewesen hier aus dem Kellerstudio. Jetzt dann gleich die Tageshighlights mit meinen Moderationskollegen Miriam Gantert und Brian Ruchti und mit dabei natürlich auch Jonathan Gimmer, Leiter Digitalstadt Bern. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.